Moin Moin meine aktiven Meerwasserfreunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Sonntagsvlog hier auf meinem Kanal. Ja meine Lieben, was soll ich sagen? Ja, wieder eine actionreiche Woche. Alle Handwerker unter uns hier wissen, dass wir komplett am Limit laufen. Und gefühlt wird es immer schlimmer. Echt, das ist unfassbar mittlerweile. Ja, was soll ich sagen, man kommt zu gar nichts. Wir haben heute Freitag, ich habe mir extra Urlaub genommen. Ihr wisst, heute ist der 5.5., das heißt Live-Sale-Tag in der Schweiz. Ja, was soll ich sagen, ich bin gerade alle Sachen am Packen und bin da gar nicht mehr wirklich diese Woche zu irgendetwas gekommen, weil jeden Tag bis mindestens 7:30 auf der Arbeit gewesen, um Sachen fertig zu kriegen, ja, und auch den Freitag irgendwo jetzt rauszuarbeiten, ne, weil ich muss mir auch immer einen Tag Urlaub nehmen und der geht natürlich von meinem Urlaub ab, ne, meine Lieben. So, Kaffee habt ihr hoffentlich gemacht. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Korallen habe ich ja gedippt und zwar habe ich da was Neues. Da darf ich noch nichts zu sagen, von wem es ist, was es ist. Es wird auf jeden Fall ein neuer Dip kommen. Werdet ihr auf jeden Fall noch was zu erfahren. Ich habe die Korallen jetzt mal gedippt und wollte euch die eigentlich noch filmen, aber sie sind heute nicht aufgegangen. Ich muss aber zugeben, ich glaube, ich habe mich ein wenig in der Dosierung vertan. Es war, glaube ich, ein wenig viel. Und wie gesagt, brauchen jetzt wahrscheinlich noch einen Tag, haben ja jetzt auch schön Ruhe hier, können ja alle jetzt erstmal entspannt sein. Ich habe schon wieder die Nerven blank liegen, weil ihr wisst das, es ist schon viel passiert, wenn ich unterwegs war. Und ganz ehrlich, mittlerweile habe ich immer mehr Angst, so viele Tage weg zu sein. Ja, also ich meine, gut, sind 2 Tage jetzt, ne? Ja, kann man jetzt sehen, wie man will, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, ihr habt es ja gesehen, wie schnell das passiert. Du füllst Osmosewasser auf, ja, und was ist? Kaum bist du die Tür raus, fiel die Pumpe aus, der Schwimmer aus, whatever, ja. Und los geht die Luzi. Was ich euch aber noch zeigen wollte, und zwar hatte ich ja schon vorletzten Vlog, glaube ich, vorletzten weiß ich gar nicht, und zwar die neue Tunze Hi-Jet. Und da wisst ihr ja, die habe ich ja tatsächlich schon seit über 1,5 Jahren im Test. Und da gucken wir mal kurz rein, weil wieso, das sage ich euch gleich. Freunde, hier seht ihr das, Tunze Hi-Jet. So nennt sie sich ja. Na, guckt sie euch an. Richtig, richtig, richtig gutes Ding. Und die hängt jetzt, Real Talk, seit 1,5 Jahren hier in diesem Behälter drinnen. Und ihr seht, da hat sich nichts großartig dran abgesetzt. Super geiles Ding, ne? Hammermäßig funktioniert, macht ihren Dienst und wie gesagt, ist auch halt auch richtig, richtig super schwer. Ne? Schönes Teil, wirklich richtig gut, hat auch in der Pumpe verbauten Trockenlaufschutz, weil ich habe das hier am alten Controller sogar dran. No, ich habe sie an dem alten Water Level Controller 1, Gen 1, sage ich mal, der ganz, ganz alte. No. Und wie gesagt, richtig, richtig gutes Ding. Und kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Und wie gesagt, 1,5 Jahre getestet. Ja. Die ist Real Talk, die sollte ja viel, viel früher kommen. Es ist ja dann alles zur Verzögerung leider gekommen. Ja, sonst wäre die ja schon früher da gewesen. Ne? Aber wie gesagt, ich kann sie wirklich echt empfehlen. Richtig gutes Gerät. Ehrlich, da hat Tunze richtig geil was produziert. Und Eigenproduktion, alles selber made in Germany oder made in Bavaria, glaube ich, müssen wir ja schon sagen. Echt gute Sache. Ne? So, Freunde, und was es da jetzt noch gibt von der Firma Tunze, erfahrt ihr jetzt. Echt gute Pumpe, ne? Kann ich wirklich nur empfehlen. Also wirklich, seit 1,5 Jahren ist die jetzt dort drinnen und läuft einwandfrei und hat noch nie gezickt und gemuckt und irgendetwas. Absolut geil, ihr habt es gesehen, sie sieht aus wie neu. Ja, also wirklich richtig gutes. Ich habe sie, glaube ich, damals in der Vorstellung gesagt, ist ein kleiner Goldbarren. Also da hat die Firma Tunze wirklich einen Daumen verdient und echt was Gutes gemacht. So, ja, ich hatte kurz erwähnt, da kommt noch was. Und zwar haben wir ja, nächste Woche haben wir ja Live-Sale beim Coral Master. Das Original, Freunde.
da, wo der erste Livestream stattfand, da sind wir wieder vor Ort. Und ja, die Firma Tunze haut richtig, richtig einen raus für euch. Ich habe die Tage mit Felix gesprochen und boah, das wird, glaube ich, schon ganz interessant. Ja, und wird so und so, wie gesagt, wird einmal Lifestyle-mäßig, ne, Goodies immer dabei, wisst ihr ja. Und da kommen auch neue Sachen, das zeigen wir euch dann auch kurz im Sale und im nächsten Vlog wahrscheinlich, weil dann bin ich eh beim Daniela, dann können wir auch so ein bisschen, ja, wir sind genau am richtigen Platz, sage ich mal, für das, was halt neu ist, das werdet ihr dann sehen. Ja, und dann halt eben auch gut aufpassen und vor allen Dingen, das geht jetzt an meine Mitglieder der Abonnenten, ja, die also Mitglied sind. Für euch gibt es dann da auch einen richtig, richtig, richtig geilen Giveaway. Den werde ich nämlich nur für euch Mitglieder machen und ich kann euch nur sagen, es gibt da richtig, richtig gute Sachen. Richtig gute Sachen und auch schon neue Sachen, ganz neue Sachen. Die momentan, glaube ich, auch überall, also eins davon ist schon auf dem Markt, aber ist zum Teil ausverkauft. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Was soll ich großartig rumquatschen? Ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit in die Schweiz. Ich habe alles gepackt, ich bin soweit. Ich werde jetzt hier noch Osmosewasser alles noch auffüllen, alles noch mal kurz durchchecken. Und dann werde ich mich halt eben auch auf den Weg machen zum Flughafen, weil der Flieger geht um 3:15, hebt der ab. So, man muss halt immer ein bisschen früher da sein. Heute ist Freitag und, ne? Man weiß nie, was da kommt. Deswegen halt früh losfahren, damit ich den Flug nicht verpasse. Haben wir ja auch schon mal gehabt. Ja, und dann gucken wir uns in der Schweiz noch mal ein bisschen an. Die haben wieder schöne Sachen. Habt ihr ja wahrscheinlich schon auf Insta gesehen. Und die will ich mir jetzt auch noch mal live angucken. Ja, Freunde, wie gesagt, in der Schweiz angekommen, im schönen Atlantis. Aquaristik im schönen Zürich und ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken unser ganzes Spiel mal an. Ich hoffe, der Laden ist jetzt etwas leerer. Ja, wir haben heute Samstag, Meet and Greet war extremst gut besucht, ja, und ja, was soll ich sagen, ich gucke mal, ob wir jetzt endlich mal ein bisschen Luft haben, weil eigentlich ist jetzt nämlich gleich schon zu in 10 Minuten. Und wir gucken mal, wie viele da drin sind und dann kann ich euch noch ein paar schöne Korallenaufnahmen hoffentlich machen. Ich hoffe, dass noch nicht alle Schätzchen weggegangen sind, aber das schauen wir jetzt mal zusammen, meine Lieben. So, meine Lieben, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Ja, hier habt ihr wieder mal eine schöne Ecke hier. No? Mal gucken, vielleicht setzen wir uns vielleicht auch noch mal hin. Schauen wir mal. Ansonsten kennt ihr das Spiel ja hier eigentlich schon. Wunderschöner Laden, habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Die liebe Michelle ist auch am Start. Und ist immer noch schwerst am Einpacken. Seit heute Morgen 10 Uhr steht hier die Hütte nicht mehr still. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Das ist schon echt gigantisch. Und leider ist es immer noch relativ voll. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass es jetzt schon ein bisschen leerer geworden ist. Aber ja, ihr seht es immer noch alles gut besucht. So, und die Becken gucken wir gleich nochmal rein in Ruhe. Dann nehme ich dann die andere Kamera mit dem Aussatz drauf. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen überlegt. Und da seid ihr jetzt wieder gefragt. So, wir hatten ja gestern im Prinzip im Stream, hatten wir ja vorne Marina als Partner und die hatten auch noch Sachen geschickt. Und jetzt habe ich hier gesehen, hier sind jetzt nämlich die Fractals. Ihr wisst, das sind die Platten. Ne? Da hat man ja zuletzt schon kurz drüber gesprochen. Da ist jetzt meine Überlegung für das Ablegerbeckenprojekt, ne? Ob ich da gegebenenfalls die Fractals reinmache. Da bin ich halt echt am Überlegen. Kannst du perfekt Korallen draufstellen. Und ja, ist vielleicht eine gute Lösung. Ne? Auch so ein bisschen Überlegung halt mit den Nachzuchten, das so ein bisschen anzugehen, sage ich jetzt mal. Ne? Ich habe aber noch überlegt, eventuell. Wir haben ja auch hier noch die Dutch Reef Rocks. Die finde ich ja auch sehr, sehr schön. No? Ihr seht jetzt hier als Beispiel so eine schöne Platte. Oder hier haben wir auch noch eine schöne Platte liegen. No? Ich finde das Gestein eigentlich sehr schön, rein optisch gesehen schön, von der Farbe schön. Und ich habe überlegt, man könnte ja auch gegebenenfalls hingehen und könnte hier ja auch letzten Endes ja, vielleicht auch Korallen draufstellen. Ja, das ist eigentlich nicht so eine gute Lösung. Ne? Eigentlich ist das, ja,
Eigentlich wäre schon besser, das tatsächlich mit den Fractals zu machen. Ja, ich glaube, das kommt ein klein bisschen besser. Ja, ansonsten bin ich hier noch fleißig für euch. Da haben wir noch ein bisschen was stehen von gestern. Ja, kann man mal sehen, was das alles für ein Aufriss ist, hier so ein Live-Sale zu machen. So, da bin ich gerade für euch im Schnitt noch. Und ja, mache euch da noch den Sonderslog fertig. Ja, ansonsten gehen wir jetzt gleich nochmal gucken. Ich schnappe jetzt nochmal die große Cam, gucke nochmal, was noch da ist. War relativ viel, habe ich gesehen, aber sind auch schon raus. Ja, da muss ich die andere Kamera nehmen. Da können wir nämlich ein bisschen schöner mit arbeiten. Da klappt das ein klein bisschen besser mit. Und ja, ich würde sagen, die mache ich jetzt mal fertig. Und dann gucken wir uns nochmal ein bisschen was schöne Korallen an. So viel ist leider nicht mehr vorhanden, aber ich habe euch schon ein paar schöne Aufnahmen, ja, jetzt dann natürlich auch schon gemacht, und das packen wir dann am besten am Ende noch mit drauf. Da zeigen wir euch nochmal gesondert die schönen Tierchen in der richtigen Farbe und natürlich auch ja, so richtig, richtig schön, wie sie halt eben sind, ne? Hier ist natürlich jetzt relativ viel Blaulicht, das ist die große Kamera, die macht jetzt so ein bisschen, aber die kriegt es natürlich nicht so super perfekt hin. Ja, kennt das Spiel, ja. Da muss man halt immer schauen. Ne? Ein paar Farben kriegt sie richtig gut hin, wiederum andere Farben kriegt sie halt nicht so perfekt hin. Da muss man halt immer schauen. Aber wie gesagt, die kriegt ihr gleich zum Ende aufgespielt. Ja, ansonsten ist auch schon relativ viel geräubert worden. Wie ihr seht, sind hier schon überall die Märkchen schon alles leer. Das heißt, Leute haben das heute schon abgeholt. Das ist natürlich eine gute Sache. So, Gonios sehe ich, sind noch eine relativ große Menge übrig geblieben. Ja, die Gonios, die wollen, die kommen natürlich super, super gut. Die sehen richtig gut hier drauf aus. Ja, perfekt. Sieht noch besser aus als mit der anderen Kamera. Da, guck mal, die 99 ist noch hier geblieben. Aber die gibt es da hinten ja noch mehrmals, wie ich gesehen habe. Ja. Tja, bei uns der absolute Renner. Ne? Wir konnten es ja gestern echt nicht fassen. In Deutschland derzeit Gonios, der Mega-Renner. Ja, und hier wollte sie keine haben. Ich weiß auch nicht wieso. Weil an für sich waren die wunderschön. Wenn ich das so sehe. Aber gut. Dann hat hier der nächste Glück, der vielleicht dann im Nachhinein den Zell sieht und nächste Woche oder so nochmal hier rumkommt. Dann kann er sich da nochmal gut was abgreifen, würde ich mal sagen. Die Nummer 17, aha. Welso, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ne? Ist auch richtig klasse Tier. Ah, hier mal noch ein paar schöne Zoos, sehe ich gerade. Ja. Ja. Plastemuser auch noch ein bisschen da drin. Oh, da sind noch ein paar schöne Plastemuser. Ich gucke mal, ob ich ein bisschen näher ziehen kann. Ja, die kommen nicht so ganz rüber, wie sie eigentlich sind. Also, die sind noch ein bisschen, ja, ich habe noch nicht gesehen, mit so blauen Streifen in der Mitte. Sieht aus wie so ein Blitz. Blitz könnte man sagen. Ja, gefällt mir auch ganz gut. So, was hatten wir denn noch? Dieser war ja auch ganz nice. Na, Fokus will nicht, jetzt will er. So, ja. Die fand ich auch ganz schön. Ja gut, und dann hier die ganzen Euphilias, ne? Holy Grail, Super Grail, hast du nicht gesehen, Grail. Ne, und Hulk und She-Hulk und wie sie alle heißen, ja, auch noch satt und genug da. Aber auch wie ich hier sehe, die Zelttiere, die sind auch schon alle abgeholt. Tatsächlich, nein, eins steht hier noch, ein Zelttier steht hier noch, ansonsten ist da auch schon alles weg. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal in die Fractals rein. Und schöne Korallen, ja, kriegt ihr dann, würde ich sagen, mach mal am Ende rein. So, hier ist auch noch eine schöne Catalophylia. So, alles hier Freihand. Ja, die sieht auch nochmal richtig geil aus, ne? Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt die Fractals, da gucken wir auch nochmal rein. Na komm, ich pack die jetzt mal aus. Freunde, hier sind wir wieder in der guten, kleinen
meeresaquaristischen Ecke. Meine Lieblingsecke hier im Laden. Ja, Freunde, ich würde sagen, lass uns hier nochmal kurz reingucken. Ich will mir die selber mal angucken, die Platten. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass die so 15x15 sind. Ja, aber okay, wenn ich ehrlich bin, 10x10 ist in Ordnung. Komm, gucken da mal rein, machen die mal auf. Mich interessiert das mal, wie das so aussieht. Und ich glaube, es ist eine gute Sache. Wir schauen mal rein. So, meine Lieben, dann gucken wir hier mal rein, wie diese Plättchen aussehen. So. So sieht das also aus. Das sieht aus fast wie eine Marmortafel. Das sieht ja echt fast wie eine Marmortafel aus. Ja, aber ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht. Hier ist die raue Saat, hier ist so ein bisschen glatter, hier ist schön rau. Jo, finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so uncool. Ja, ist natürlich perfekt, ne? Kannst du hier in die Mitte schön was drauf machen, Favias zum Beispiel, so eine Geschichte, ne? Das, was dann halt nachher schön wächst. Jo. Ja, wie gesagt, finde ich jetzt gar nicht mal schlecht. Da sind wir mal drin. 2, 4, 6, 8, 10 Stück. Jo. Oha, da brauche ich auch eine Menge von. Ja, wir schauen mal. Ja, vielleicht wird es das werden. Ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, falls ihr da noch Tipps habt oder jemand da gegebenenfalls sagt, nee, da gibt es noch was Cooleres, was Geileres, was Besseres. Ich hatte geguckt, im Netz gibt es tatsächlich nicht so viel. Aber wer da noch Tipps hat, kann die mir gerne mal unten in die Kommentare reinhauen. Ja, wer weiß, ne? Vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was ich noch gar nicht auf dem Schirm habe, aber einer von euch da draußen. Ansonsten werden es wahrscheinlich die hier werden, denke ich mal. So mindestens mal so 50 Stück. Ja, kann ich die eine Hälfte vom Becken schon mal, die eine Seite schon mal voll machen, ne? Freunde, ich würde sagen, das soll es dann auch für diesen Vlog gewesen sein. Ja, wie gesagt, keine schlechte Geschichte. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, und wie gesagt, es ist ja letzten Endes das neue Projekt ein Ablegerbecken. Also von daher sollte ich halt auch vielleicht mir einige von diesen Platten halt zulegen, um da halt zu schauen, dass wir halt sagen, da können wir auch ein bisschen so auf die Nachzucht gehen. So ein paar schöne kleine Kostbarkeiten, die man halt immer seltener kriegt. Sind ja viele Korallen, die kriegst du heute halt nur noch in Mikro klein und muss man halt wachsen lassen. Oder auch für Zoas wäre es vielleicht auch eine relativ gute Geschichte. Ja, würde ich jetzt mal brauchen. Dafür sind die eigentlich optimal. Ja, wie gesagt, meine Lieben, ihr bekommt auch jetzt noch ein paar schöne Korallen aufs Auge. Ich habe euch jetzt da noch mal eine extra Aufnahme gemacht. Da könnt ihr jetzt auf jeden Fall noch mal schön die Tiere sehen, so wie sie in der richtigen geilen Farbe auch rüberkommen. Ich habe euch ein bisschen Musik runtergelegt. Läuft jetzt eine Minute oder so, keine Ahnung. Und ja, das gucken wir uns jetzt an.
Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt beim Vlog. Ihr wisst, Däumchen ist ein Träumchen. Kommentar da lassen, haut mal was rein hier wegen die Reef Tiles, was ihr dazu sagt, ob ich das nehmen soll, ob es da vielleicht noch was Besseres gibt, vielleicht hat einer noch eine bessere Idee oder so, weiß ich ja nicht, könnt ihr mir unten mal in die Kommentare reinhauen und ich würde sagen, ich bin raus, wir hauen jetzt gleich nämlich ab nach dem Schnitt und morgen geht es auch wieder zurück und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben, bis zum nächsten Video hier auf meinem Kanal, vielen Dank fürs Zuschauen und euch noch einen netten Restsonntag und ich trinke mir jetzt noch meinen Kaffee leer. Ciao, ciao, meine Lieben.